him confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decision. There's nothing holding me back. Too far, I know we'll be alright. If you were by my side, stumble in the dark, I know we'll be alright. Cause if we lost our mind, took it way too far, I know we'll be alright. If you were by my side, stumble in the dark, I know we'll be alright. We'll be alright. Lässiges Outfit. Ja. Igel, kannst du noch einmal leuchten für mich? Mach dich nochmal an. Ist das super? Ey, die Jacke will ich auch haben. Ja. Das ist ja überragend. Kann man dich auch buchen als Disco-Kugel oder so? Das finde ich super. Hey, auf dem Weg nach Hause, weißt Matt du? Mit Igel Party im Dunkeln. wer ist es denn? Oh, also, ich, Name fällt mir im Moment nicht ein. Ich habe gedacht, das ist jemand sehr junges, aber ich habe Befürchtung, dass es vielleicht jemand, der nicht so jung ist. Ich weiß es nicht. Du bewegst dich sehr, sehr jung. Ich hoffe, wir können du sagen. Vielleicht müssen wir sie sagen. Du aber, musst nur Herr Matthias sagen, aber den darfst du duzen. Ja, okay. Also, ich hatte das Gefühl, weil sie hat sich sehr bescheiden irgendwie so zurückgehalten beim Gesang, dass sie eher ein bisschen vorsichtig antastet, wo bin ich jetzt gerade hier? Vielleicht habe ich das für eine Weile nicht gemacht. Ich fand das Stimme hervorragend, aber ich glaube, da ist mehr drin und ich hoffe, wir hören es nächste Woche auch. Bist du denn immer noch verliebt? Du warst ja schon vorher verliebt. Ja, also ich finde, also Punk ist halt so mein Ding, das ist so meine Generation. Ich liebe diese Muster-Rocks. Also, Punk, crazy. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich genau diese Jacke hätte, weißt du? Einmal mit den Jungs in der Kneipe, ein bisschen gefeiert, kann ich mir auch dann auch vor Hause. Ich zeige euch, wo es lang geht. Du bist ein bisschen komisch, wenn du verliebt bist. Ja, frag meine Frau. Outfit-technisch, ja. Ich glaube definitiv, das ist eine Profisängerin, also 100%. Aber okay. Ich glaube nicht aus dem Bereich Pop oder Rock, sondern vielleicht eher aus dem Bereich Schlager, weil wir haben ja gesehen hier Igelbach, Asbach und Igel steht ja auch für individuelle Gesundheitsleistungen. Also vielleicht eine Schlagersängerin, die eventuell mal im Gesundheitsbereich gearbeitet hat. Zum Beispiel als Arzthelferin, wie zum Beispiel Andrea Berg. Interessant. Aha. Gut.
Und ich sag nur dazu, bist du denn gesund? Bin komisch, ey. Ich sag nur dazu, ich bin komisch. Ja. Aber habt ihr diese Horoskop-Tafel auch an der Seite gesehen? Das könnte natürlich auch ein Hinweis auf Paulina Roginski sein, die ja Horoskop fühlt, lebt und auch arbeitet als Astrologin mittlerweile, ja, glaube ja, ich. Ja, stimmt. Ehrlich? Die hat ein Buch rausgebracht. Das habe ich letztens irgendwie mal gesehen, dass sie ein Buch rausgebracht hat. Über Astrolinski? Astrolinski, ja. Ja, mich erinnert das ganze Pink halt irgendwie leider ein bisschen an Cindy aus Manzahn. Das wäre auch super toll. Wenn du die ganzen Haare nimmst und die dann aufstellst mit dem Gel, dann ist das für mich nicht gut. Ich super. Aber natürlich muss man auch sagen, diese ganze Rockband und Rockpunk und auch der Igel, ich meine, das ist ja, es ist, glaube ich, zu nah, aber den Igel gesprochen bei Sing hat ja Steffi Kloß. Ah. Aber. Okay. Aber eigentlich bin ich für Cindy. Cindy! I like it. Oder Steffi? Ihr seid durch? Ja, ich bin total durch. Ja? Ja, du bist ja auch verknallt. Ja, also ja, namenweise, ich habe das Gefühl, ich wollte jemand sagen, der vielleicht ein bisschen länger im Geschäft ist. Halt. Irgendwie so jemand, der vielleicht eine andere Rolle gespielt hat. Weißt du, von der Schule, vielleicht ist das nur eine Geschichte zu sagen, hat eine Kapitel geht zu Ende und jetzt geht es eine neue. Also jetzt auf die Bühne hier zu stehen. Und davor war die vielleicht, keine Ahnung, Talkshow-Host. DJ Bobo. DJ Bobo. Oh. Haben wir nie singen gehört. Die berühmte DJ Bobo Talkshow. Take control of your mind, your body and your soul. Warte. Inka. Inka. Pause? Ja. Ja. Ja, vielleicht. Inka Pause, DJ Bobo. Bauer sucht Igel. Selbe Frisur. Music, that's what I'm living for. Okay, vielleicht ist sie nicht so alt, wie ich denke halt. Moment mal, die Bewegungen sehen ticken jung aus. Aber vielleicht, wer weiß. Also, aber wenn ich mir diese Reihe so angucke, ihr habt wirklich tolle Namen. DJ Bobo, Cindy aus Marzahn, Inka Bause. Haben wir DJ Bobo gesagt? Ja. Wir haben DJ Bobo gesagt. Natürlich DJ Bobo gesagt. Ihr habt DJ Bobo gesagt. Und das finde ich. Andrea Berg. Und Andrea Berg. Paulina Roginski. Paulina. Alles dabei. Tolle Sachen. Irgendjemand bist du halt. Ja? Aber wer? Igel, du warst toll. Du und du leuchtest so super. Vielen Dank, lieber Igel. Pumpkin. Mach's gut. Pumpkin. Mach's gut.